Die Entscheidungen rund um das brisante Thema Gesundheitsreform fallen in Wien. Aber auch in Tirol polarisiert das Thema. SPÖ-Gesundheitssprecherin Gabi Schießling begrüßt im Gegensatz zu manchen Ärzten die bisherigen Verhandlungsergebnisse. Ich bin sehr froh, dass es jetzt hoffentlich zu einer Einigung kommt und dass die Ärztinnen und Ärzte auch einbezogen werden. Das, was jetzt als Diskurs Richtung Gesundheitsreform läuft, ist eine Mauschelei zwischen Bundesministerium für Gesundheit und den Spitzen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger. Das sind Erbsenzähler, die Geld sparen wollen und nennen das Gesundheitsreform. 2,63 Milliarden im Jahr einsparen zu wollen und sagen, wir machen keine Leistungseinbuße, ist Chutzpe. Also das ist absolut nicht machbar. Es geht um eine Kostendämpfung, die ist möglich. Es gibt einfach einige Dinge, die zu korrigieren sind in einem sehr, sehr guten Gesundheitswesen. Und insofern hoffe ich, dass jetzt die Ärzteschaft da auch ein bisschen umdenkt. Schießling kritisiert Ärztinnen und Ärzte, die mit diversen Informationen Patientinnen verunsichern würden. Eine Kampagne zu machen, Plakate in den Praxen aufzuhängen und aufmerksam darauf zu machen, dass wahrscheinlich die Versorgung nicht mehr klappen wird, bis hin, dass man vielleicht auch sagt, morgen ist der Arzt nicht mehr da und alles, was also kolportiert worden ist, das geht einfach nicht. Wir müssen nicht Angst machen. Ich habe keine Sorge, dass sich die Qualität im Gesundheitswesen durch diese Gesundheitsreform verschlechtert. Es ist unbedingt notwendig, dass die Ärzte als Systempartner sich einmischen und den Ärzten vorzuwerfen, sie machen Angst und Panik, ist ein Witz der Politik. Und Frau Schießling möchte sich da zurückhalten. Auch sie weiß nicht, wie es unseren Praxen zugeht. Und auch sie weiß nicht von dem, wie im alltäglichen Arbeit in den Praxen und auch in den Kliniken gearbeitet wird. Ich glaube schon, dass ich mich auskenne. Ich arbeite ja selber schon seit vielen Jahrzehnten im Gesundheitsbereich, allerdings fairerweise dazu gesagt im stationären Bereich. Ich glaube, wir sollten mit diesen gegenseitigen Anschuldigungen aufhören. Nemetz will auch politischen Gehorsam als Grund für die Kritik von Schießling nicht ausschließen. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich kenne den Herrn Gesundheitsminister Alois Steger sehr gut, aber er weiß ganz genau, dass ich auch sehr gerne widerspreche, wenn ich der Meinung bin, dass es Sinn macht und dass er nicht recht hat, in meinen Augen. Also ich habe überhaupt keine Angst, ich muss keine Parteilinie vertreten. Der Herr Gesundheitsminister ist so tolerant, das auch zu akzeptieren. Also wir werden von Wien aus nicht ferngesteuert. Schelling vom Hauptverband und Steger vom Bundesministerium für Gesundheit schauen sicher auf das notwendige Sparpaket und auf ihre Karrieren, aber nicht auf unsere Patienten. Abschließend bedauert Nemetz, dass wichtige Entscheidungen wie die Gesundheitsreform immer am Schreibtisch fallen und Menschen involviert sind, die sich in der Praxis absolut nicht auskennen würden. Das große Gequatsche der Politik, sie machen das sehr wohl für die Patienten und wir mögen den Mund halten, halte ich für absolut unkonstruktiv, dekonstruktiv und blöd.